Jan und Juhu vom Guru. Heute mit einem kleinen Rewe-Haul aus der nachhaltigen Aldi-Stofftüte. Ich war gerade nach Feierabend kurz im Rewe einkaufen und habe wieder sehr viele coole Sachen entdeckt. Eigentlich wollte ich nur Wasser kaufen und Bananen, okay. Aber los geht's mit Eis. Und das wollte ich schon so lange kaufen. Schaut mal. Magnum Intense Kakao, 70% Kakao. Ist das nicht geil? Oh mein Gott, das musste ich direkt kaufen. Das war gleich direkt in die Gefriertruhe. Wenn ihr das übrigens als Test sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Das Produkt, das ihr euch am meisten wünscht, wird als nächstes getestet. Die anderen teste ich auch, aber dann dauert es vielleicht ein bisschen. Weiter geht's mit Iglo beim Angebot Filegro. Das ist hier Fisch mit Kartoffelrösti-Panade. Das sah so lecker aus. Im Angebot heißt 1,99 €. Und da Iglo im Angebot war, habe ich schon immer den traditionellen Ofenback frisch aufgegönnt für 1,99 €, die beiden hier. Also zwei Stück drin, finde ich sehr, sehr lecker. Esse ich wirklich ganz gerne den Backfisch von Iglo. Dann habe ich neue Chips entdeckt. Roasted Paprika. Soll ich die als nächstes testen? Dann schreibt es in die Kommentare. Bin sehr gespannt, wie die schmecken. Ich finde Funny Frisch macht die besten Paprika-Chips überhaupt. Oder wie seht ihr das? Ich bin großer Fan davon. Weiter geht's mit einem Klassiker, den ich eigentlich immer kaufe. Mühlenwürstchen-Geflügel muss sein. Natürlich nicht einmal, sondern gleich... Heute echt schnell, ne? Sondern gleich zweimal. Zweimal Mühlenwürstchen-Geflügel. Und weiter geht's mit einem Joghurt. Den gibt es, glaube ich, schon länger. Aber ich habe mich neulich echt gefragt, warum hat Joghurt eigentlich so viel Zucker? Ja, ich bin der Junkfood-Guru, aber ich möchte auch... Ich achte auf eine ausgewogene Ernährung. Wenn ich irgendwo was sparen kann, kann ich es mir woanders wieder extra draufkloppen. Ihr wisst, was ich meine. Dieser Joghurt hat keinen Zuckerzusatz. Von Zott ist der. Davon habe ich mir zwei Stück gekauft. Einmal in Kirsche. Und der hat tatsächlich 4,3 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Normalerweise hat ein Joghurt auch gerne mal 15 bis 20 Gramm Zucker. Und das finde ich einfach übertrieben. Ich bin gespannt, wie der schmeckt. Zott Balance ohne Zucker. Ich finde, das ist eine super... Super Idee, deswegen habe ich auch nochmal die Sorte Erdbeer gekauft. Teste ich auch gerne für euch vor der Kamera, wenn ihr wünscht, dass der Junkfood-Guru sich mal hier so einen Joghurt ohne Zuckerzusatz reinzieht und den Geschmack bewertet, dann schreibt es in die Kommentare. Mache ich sehr gerne. Weiter geht's mit Smoothie. Ich mag es gerade irgendwie grün. Deswegen der Green Smoothie von Innocent mit Apfel, Birne, Grünkohl, Spinat und Baobab. Nein, das ist nicht der Song von Bibi, das ist hier so eine Frucht hier unten drin und die soll auch ganz gesund sein. Weiter geht's mit, was habe ich denn noch? Ich habe noch einen grünen Smoothie von Hohes C. Ananas, Apfel, Ingwer, Ginseng. Ich finde die Mischung irgendwie geil, deswegen habe ich den mal gegönnt. Gerade Ingwer finde ich so super geil. Ich finde, es kann nie genug Ingwer in den Smoothies sein und die meisten Smoothies, auch der ist dann noch ein bisschen, die sind viel zu brav mit Ingwer. Knallt da mehr Ingwer rein, ich kann das gut vertragen, also... Ich wünsche mir so einen richtigen Mega-Push durch den Winter-Smoothie mit 10% purem Ingwer-Saft, Grünkohl, rote Beete, alles rein. Ich hätte echt mal Bock auf so einen Junkfood-Anti, nicht anti-gesund, sondern so einen Junkfood-Guru-Detox-Smoothie. Der müsste richtig viel Power haben. Apropos Detox und gesunde Ernährung. Ich habe hier nochmal grüne Bananen eingekauft, Bio-Bananen. Aus dem Rewe noch gegönnt. Ja, ausgewogen muss es sein. Da kann man auch schön viel sündigen, ihr Lieben. Und apropos ausgewogen, den kaufe ich jetzt tatsächlich jetzt des Öfteren mal, den Heinz Kids Ketchup. Ich weiß, ich achte jetzt wirklich, wisst ihr warum? Weil der auch weniger Zucker hat. Warum achte ich denn so auf Zucker? Ich achte so auf Zucker. Ich mache ja so viele Testvideos, nehme dann eh schon genügend Zucker zu mir. Deswegen gucke ich, dass ich an anderer Stelle so ein bisschen auch Zucker einspare. Ja, deswegen achte ich da auf meine ausgewogene Ernährung, damit ich noch in 100 Jahren für euch Videos drehen kann. Und das war auch schon der Rewe-Haul. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, weiterempfehlen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mir fällt mal gerade auf, ich habe ja noch gar keinen richtigen Schlusssatz. Habt ihr irgendwelche Vorschläge für einen Wunsch, den der Junkfood-Guru mal am Schluss äußern kann? Liebe Grüße, gute Gesundheit oder sowas? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich freuen, von euch zu lesen. Bis bald. Tschüss.